Hallo und herzlich willkommen zu Bagger Simulator 2011. Heute bei unserer sechsten Mission, soviel ich weiß. Beim letzten Mal haben wir hier diese Fläche, die ihr hier seht, planiert. Und heute werden wir mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Wir haben zur Auswahl, da fehlt uns noch die Technik. Wir haben anscheinend noch nicht genug Geld, um uns einen großen Bagger zu leisten. Weil wir haben, da können wir kurz gucken. Handel. Wir haben jetzt 5288 und um den zu kaufen, ne, das haben wir hier kaufen, benötigen wir 9000. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen arbeiten und müssen erstmal noch andere Aufgaben machen. Das heißt, wir schauen mal, was es gibt. Verdichte den Baugrund, damit er tragfähig wird. Das heißt, wir werden womöglich jetzt mit einer Walze oder Rüttelplatte das Ganze mal schön noch ebnen. Haben wir noch. Schiebe den Bauplatz der Familie Müller eben und auf das geforderte Höhenniveau. Ne, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal die 8, möglichst der Reihe nach. Und sobald wir dann hier genug Geld haben, können wir ja dann das machen. Dann haben wir es soweit. Okay, dann gehen wir mal hier drauf und starten die Mission. Ich habe ein Ladescreen. Warum eigentlich auch immer, weil dies Gegend ist ja überwiegend schon geladen. Könnte man ja eigentlich auch besser machen. Da könnte man so ein großes Areal machen mit Land etc. und dann verschiedene Gegenden, wo man dann die Mission annehmen könnte. Nur dass man dann auch schon ungefähr sieht, was man da zu tun hat. Grundlagen. In jedem Auftrag siehst du am Boden, weiß, schwarz, das kennen wir schon, die weißen müssen weg, schwarze dürfen da nicht sein, dann haben wir zu viel. Scheint schwarze, blablabla, möchtest du einen, okay, das wissen wir schon. Fertigte den Baugrund mit Hilfe der Rüttelplatte oder der Straßenwalze, damit er tragfähig wird. Fahre dazu wiederholt gleichmäßig über die Fläche, bis kein Marker mehr sichtbar ist. Okay, hier oben sehen wir wieder, also müssen wir wieder auf 95%. Und bei chilliger Atmosphäre, wie sie im Buche steht, nehmen wir mal uns unseren Arbeiter mit der Rüttelplatte. Weil wir haben noch keine Walze. Mit dem WASD kannst du den Arbeiter bewegen. Und die Fläche unter der Rüttelplatte wird verdichtet, sofern du dich auf einem Baustellenbereich befindest. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur rüberlaufen. Als Alternative zur Taste kannst du... Ja. Yay, wir haben noch eine. Wir haben eine zweite Puppe. Alter, sieht... Kann man den irgendwie anklicken? Alter, sieht der doof aus. Oh Gott, den soll ich ein bisschen besser hinkriegen können, also wirklich. Naja, auf jeden Fall... Oh Gott, der bewegt sich sogar. Hör auf, bitte, hör auf, nicht bewegen. Wie geschmeidig doch er sich damit bewegt. Oh Gott, das ist doof aus. Naja. Gehen wir mal auf das Grundstück. Aber erst versuchen wir hier noch irgendwas umzufahren. Wir fahren mal gegen die Mauer. Bam! Nein, du ziehst immer wieder raus. Nur weh, man kann sich mit dem festfahren, dann raste ich aus. Okay, das Ding, das rüttelt hier alles platt, so wie ich das sehe. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier drauf. Wir haben hier noch Werkzeug. Flaschenrüttler für den Arbeiter auszufällen. Wozu ist der eigentlich gut? Naja, egal. Haben wir ja noch nicht. Wir haben jetzt nur diese Rüttelplatte. Und das heißt, wir müssen jetzt hier rüber und dann machen wir mal gerade andere Kameraperspektive. Und dann rütteln wir uns mal hier durch. Das kann jetzt gewisserweise dauern oder auch nicht. Es geht eigentlich. Allerdings würde ich sagen, dass wir das hier jetzt in Zeitraffer machen, da ich mir jetzt hier nicht in den Mund fusselig reden will. Noch eine kleine Anmerkung in den letzten Videos. Ich glaube im Video Nummer 4 dürfte als Nummer des Videos 3 stehen. Das ist ein kleiner Fehler, den ich gemacht hatte, der aber hoffentlich keinen nicht stören sollte. Also es ist immer noch Nummer 4 gewesen.
Umfang, also beim Intro stand das, welche Videonummer das angeblich sei. So, das drehen wir uns wieder rum. Rüttel, 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 rüttel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Recht flott eigentlich, das heißt, es wird mal ein etwas kürzeres Video sein. Ich hoffe, ich habe alles soweit gemacht. Was ich mich nur gefragt habe, wieso man hier bitte in den schwarzen Bereich kommt. Das Ding auch wirklich alles nur platt. Man kann ja nicht mal tiefer plätten, als überhaupt möglich ist, deswegen ist es so komisch. Aber egal, das ist also allgemein wahrscheinlich nur gemeint. Das ist das Ganze verallgemeinert. Und gleich macht's dung. Und fertig. So, du hast einen Auftrag erfolgreich ausgeführt. Weitere Aufträge werden freigeschaltet, sobald alle Voraussetzungen blablabla. Wissen wir Bescheid. Und wir haben 950 Geld gemacht. What the fuck für den Kack? Ich habe das Gefühl, je weniger wir groß machen müssen, umso mehr Geld kriegen wir. Antrag. Naja, auf jeden Fall gucken wir gerade mal, was es sonst gibt. Okay, da fehlt uns wieder die Technik. Wie viel haben wir denn jetzt? Moment, Hauptmenü. Handel. 6.288. Da werden wir womöglich... Ach, abbrechen. Da werden wir womöglich dann... Das heißt nicht mal, wenn wir wohl das hier machen. Schiebe den Bauplatz der Familie Müller eben und auf das geforderte Höhenniveau. Okay. Gut, das war's von Bagger Simulator 2011. Heute mit Glätten der planierten Fläche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin auch Hot Effect. Bis dann.